Wir wollen uns in diesem Video mit dem Siedewasserreaktor beschäftigen, einer einfachen Bauform eines Kernkraftwerks. Der Siedewasserreaktor arbeitet ähnlich wie andere Arten der Kernkraftanlagen mit der Kernspaltung, die wir ja hier oben nochmal sehen, mit dem angereicherten Uran, was durch die Aufnahme eines Neutrons zu instabilem Uran-236 wird. Dieses Isotop zerfällt in zwei leichtere Kerne. Dabei wird Bindungsenergie frei, die man dann im Dampfkreislauf nutzen kann. Wie ist denn nun der Aufbau dieses Siedewasserreaktors als Dampfkraftwerk, also Grundprinzip oder thermodynamischer Kreisprozess, der dem Siedewasserreaktor zugrunde liegt, ist der Clausius-Rankine-Prozess, den wir schon von den Kohlekraftwerken kennen. Also wir haben den Wasserkreislauf, führen also das Wasser über eine Speisewasserpumpe dem Kraftwerks- oder dem Kernreaktor zu. Also hier haben wir dann diese Speisewasserbehälter mit der Pumpe, führen also das Wasser dann dem Reaktor zu. Das heißt, hier ist dann dieser Reaktorblock. Und in diesem Reaktorblock wird also dieses Wasser nun eingeführt, an den Brennstäben vorbeigeführt. Wir haben hier noch eine interne Umwälzung, die erfolgt mit einer Pumpe, mit einer Umwälzpumpe, die also dazu führt, dass man damit mit dieser Umwälzung, diese interne Umwälzung, damit kann man die Leistung des Reaktors regeln zwischen ungefähr 50 und 100% der Nennleistung. Hier unten halt die Speisewasserpumpe. Und auch schon einer Vorerhitzung des Wassers, dass das Wasser schon vorerhitzt in den Reaktor gelangt. Hier haben wir den Reaktor. Das Wasser wird dann, also verdampft dann, kommt also dann hier als Sattdampf oder Heißdampf aus diesem Reaktor. Der große Unterschied jetzt zwischen den Kohlekraftwerken und den Kernkraftwerken ist, dass der Heißdampf oder dieser Sattdampf nicht noch weiter überhitzt wird, sondern man hier typischerweise mit Temperaturen von 270, 280, 290 Grad Celsius arbeitet, bei einem Druck von rund 70 Bar, also deutlich niedrigere thermodynamische Zustandswerte, als wir das bei den Kohlekraftwerken kennen, liegt einfach an der Konstruktion und auch an den Sicherheitsvorgaben eines Kernkraftwerks, dass es dort technisch nicht sinnvoll ist, den Heißdampf noch weiter zu erhitzen. Dieser Dampf, dieser Sattdampf, geht nun in die Hochdruckturbine, entspannt dort, läuft dann noch einmal zurück über eine Zwischenüberhitzung, wie wir das auch schon bei den Kohlekraftwerken kennen. Das heißt, wir haben hier dann nochmal eine Zwischenüberhitzung. Gehen also hier zurück. Ich muss noch hier nochmal die Zwischenüberhitzung einmal ein. Und gehen dann hier wieder zurück. Und gehen dann noch in unsere Niederdruckturbine. Haben wir also noch eine Wasserabscheidung. Danach der Hochdruckturbine tatsächlich schon sich das Wasser oder der Sattdampf teilweise durch die Entspannung wieder in den Nassdampfbereich übergeht. Und wir gehen dann nach der Niederdruckturbine, geht es dann noch in den Kondensator, das heißt also in den Kühlturm. Also hier haben wir jetzt unsere Hochdruck- und hier unsere Niederdruckturbine.
die dann durch Rotation elektrische Energie erzeugen. Wir dann hier den Kondensator und haben dann das Wasser, was dann in diesen Kreislauf entsprechend zurückgeführt wird. Das ist der Kreislauf oder der Schaltplan eines Siedewasserreaktors. Zu beachten jetzt hier, dass das Wasser in unserem Clausius-Rankine-Prozess an den Brennstäben vorbeigeführt wird. Das heißt natürlich auch, dass die radioaktive Belastung im gesamten Kraftwerksteil übertragen wird. Das gilt es zu berücksichtigen oder zu beachten bei den Siedewasserreaktoren, dass die natürlich, dass das dazu führt, dass es dort zu einer Kontaminierung des gesamten technischen Bereichs gehört, was natürlich dann im späteren Verlauf, das sehen wir uns in einem weiteren Video noch an, dazu führt, dass es natürlich beim Rückbau komplizierter wird, weil diese Teile alle radioaktiv verstrahlt sind. An sich, das Konstrukt ist ein etabliertes Konstrukt. Die rund 20% der Kernkraftanlagen weltweit basieren auf diesem Siedewasserreaktorprinzip. Der zugrunde liegende thermodynamische Prozess, der Clausius-Rankine-Prozess, also die Erhitzung des Wassers, die Nutzung des Heißdampfes und die Rückführung dann in einem Kreisprozess, ist analog zu dem, was wir schon bei den Kohlekraftwerken gesehen haben. Und die Energiequelle ist in diesem Fall halt die Spaltung des schweren Urankerns in leichtere Teile und der dadurch frei werdenden Energie.